Weiter geht's mit Let's Play The Walking Dead. Clementine. Wir haben im Sitzen geschlafen. Clementine ist weg. Clementine. Na toll. Und das Headset auch? Oder was ist es? Mikrofon? Wie auch immer. Ich weiß den Namen gerade nicht. Das scheint auch weg zu sein. Sind alle abgehauen oder was? Haben die uns jetzt allein gelassen? Ach, wir scheißen auf Lieder, Scheiße oder was? Wo sind denn alle hin? Clementine? Clementine! Shit. Was ist passiert? Spucke ich hier noch rum, ey. Was ist passiert? Ihr Hut. Irgendwas ist passiert. Was zur Hölle? Hallo? What the? Alter! Scheiße, was ist das denn für ein Arsch? Alter, wo kam der denn her? Hat der Clementine was angetan oder was? Shit. Mach's lieber aus, um Batterie zu schonen. Ist da. Scheiße! Ein Kratzer! Bitte nicht. Shit. Wo kommen die denn jetzt her? Fuck. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Where's Clementine? She's not in her room. Zeigen, wir sind ehrlich. Vernon ain't in the house either. What Shit. The hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my god. No way. No. No fucking way. Das dachte ich auch. Scheiße. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. You know. We couldn't trust that fucker. Wherever she is, you have to find her. Okay. What do you need from us? I don't know what to do here. I don't even know if I can ask for your help. Lee, we're a team. That's how we've made it this far. We're not going to just abandon you. Even now? Especially now. You've earned that much. Damn straight. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Thanks, you guys. I appreciate it. Really. Scheiße. Die wurde gebissen. Oder gekratzt. Lee, man. Fuck. You know I care about Clementine. I am a Christian man. I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there've been plenty of times you ain't been. Kitty man, I'm begging you here. I can't do this alone. I need your help, please. You might not have been keeping score, Lee, but I have. And you've been looking out for yourself more often than your friends. Well, maybe that's a good thing. Because you're on your own on this one. What about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. You know, I think it'd be best if you stayed behind with the boat. Don't worry about me. What's important now is that we get out of here. Get to safety. Okay, if that's what you want. Maybe this is for the best. It'll give me a chance to talk to Kenny, try to make things right. Also ich wollte dich mitnehmen, aber war irgendwie viel zu wenig Zeit. Scheiße. Tja, Entscheidung getroffen zu spät. Fuck. It's just me and you guys. You should go find Vernon. See if he took it. I'll get the boat out onto the river.
Figure I can wait there until you get back, or at least until nightfall. Can't speak for this one. He might not make it to the river. You're still gonna take me, even Ben? Yeah, we'll figure out what to do about that when the time comes. Come on, guys, let's go. Theoretisch müssten wir noch überleben. Es soll ja im Januar eine zweite Episode rauskommen. Also der zweite Teil. Ich weiß es nicht. Darauf war nur Clementine zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er überlebt. Fuck. Warum muss gerade er gebissen? Schicksal schlägt zurück oder war es wegen Bree oder wie? Hä? Looks like they got out of here in a hurry. Shit. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Hm. Scheint keiner mehr da zu sein. Lugt es schon, oder was? Oder ist jetzt einfach nur traurig, dass Clementine nicht da ist? Was ist denn jetzt? Was ist jetzt los? Wo kommen die ganzen her? Clementine! Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Holy! Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's shit. Fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. No, it's all right. Fuck. Nein, Fortsetzung folgt. Die Zeit wird knapp. Episode 5. Shit. Alter, war die Episode 4 krass. What the? Oh ne, ich will nicht wissen, wie die 5. wird. Holla, lieber. Der Junge auf dem Dachboden. Du und der haben wir umgebracht. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Hip. Octaid. Was ist das denn? Hippokratischer Heid? Hä, was soll das denn heißen? Das ist irgendwie falsch. Keine Ahnung. Allein zu Hause, du hast Clementine mitgenommen. Du und 37 haben mitgenommen, okay. Du und haben angelogen oder bedroht. Alter, was ist denn das hier? So, wem die Stunde, wenn die Stunde schlägt, du und 36 haben auf die, aufs Dach gezogen. Ja, also war es gut, dass ich noch gezogen habe. Haben die meisten gemacht. Zeigen des Bisses, 80% haben es gezeigt. Das ist oft das Beste, würde ich mal sagen. Wer begleitet Lee? Wie jetzt? Die werden jetzt alleine? Alleine? Warum ist Kenny weg? Habe ich irgendwas falsch gesagt oder so? Nur Ben, 11%, 14%, ich glaube 14%, 16%. Fuck. Ich glaube, da habe ich was falsch entschieden. Hinter der Ecke. Oh Mann. Ja, Leute, das war Episode 4. Wow, krass. Es ist gleich 17 Uhr. Okay.
Ich versuch's, das wollte ich nämlich im ersten Part sagen, wir sind im sechsten Part. Ich wollte im ersten Part sagen, also Part 31, dass ich versuchen möchte, das Spiel heute in einem Zug durchzuspielen, heute am ersten Advent, am ersten Weihnachtstag. Ach, krass, ey. Wie lange ich das schon spiele. Oh Mann. Wir wurden gebissen, was wir jetzt alles in der vierten Episode erlebt haben, ey. Wir sind mit dem Zug angekommen, haben ein Haus gefunden, da war ein Junge, das war eine schlimme Zeit für Kenny. Dann der Hund, dann Omid und alles, das ist echt krass. Oh Mann. Und jetzt am Ende wurden wir noch gebissen, ey, scheiße. Oder gekratzt. Auf jeden Fall sind wir infiziert. Shit. Man braucht nur einen Kratzer, das ist doch scheiße. Hat er echt so doll zugeschlagen mit seinen... Hat er die Fingernägel oder was? Ach, scheiße. Oh Mann. And you. Krass. Ja, Leute, das war Episode 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch mal kurz, wir machen natürlich dann, ist alles installiert, so sieht es aus. Und The Walking Dead 400 Days spielen wir natürlich dann auch. Weil einer hat gefragt, wie geht das, wie hast du das gemacht? Also man bezahlt eben halt das Geld, es war ein Sonderangebot, irgendwas mit 15 Euro oder so. Alle Episoden plus 400 Tage und ja, darauf freue ich mich auch schon auf 400 Tage. Und auf Episode 2, die im Januar auch kommt, mal sehen, wann die für iOS rauskommen. Die werden wir natürlich dann auch spielen, falls die dafür rauskommen, ich hoffe es. Und... ja, ich hoffe, Episode 4 hat euch gefallen. Und wir werden uns dann in Episode 5 wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao, euer Dead Space für Nacht. So, das war Episode 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und ja, bis dahin, Leute. Ciao.